Hallöchen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Stempelzone. Ich bin's wieder, Katrin aus Bochum. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und ich möchte euch in diesem Video meine Vororder aus der Vorverkaufsliste aus dem neuen Jahreskatalog 21 bis 22 zeigen. Und ich denke und hoffe, ihr seid alle gespannt, deswegen lasst uns gleich loslegen. Ja, dieses Paket hätte auf gar keinen Fall ausgereicht, aber ich habe heute Morgen einen Clown gefrühstückt. Also habe ich es euch mal in die Kamera gehalten. Aber so ähnlich sehen die Stampin' Up Pakete aus, wenn sie bei euch zu Hause ankommen. So, mein Paket ist natürlich viel, viel größer ausgefallen. Und ich habe das auch schon sortiert, damit ich euch das in einer schönen Reihenfolge zeigen kann. Und zwar habe ich natürlich erstmal die In-Color-Farben für euch. Ich habe mir bestellt alle 5 In-Color-Farben und habe die Sticker hier auf der Rückseite von den Stempelkissen hier vorne in deutscher Sprache schon mal angebracht, wie ich das immer mache, weil das einfach perfekt für meine Stempelkissen-Aufbewahrung ist. Ich habe hier das Stempelkissen Papaya, ein wunderschöner pastelliger Orangeton. Dann haben wir hier die Farbe Seladon, ein rauchiges dunkles Minzmakrone, eine sehr schöne Farbe. Dann haben wir Fräsien Lila, ein lila Ton, der so ein bisschen auch ins Pinke reingeht. Dann eine absolute Stempelzone Farbe, natürlich das Bonbonrosa. Und zuletzt das Lodengrün, auch sehr, sehr schön, ein dunkler Grünton, aber doch sehr, sehr hübsch, vor allem in Kombination. Zu den In-Color-Farben und zu allen anderen Artikeln, die ich euch jetzt in diesem Video zeige, mache ich für jedes Produkt einzeln ein sehr ausführliches Video für euch. Deswegen huschen wir hier nur schnell mal durch. Natürlich gibt es zu kaufen zu den Stempelkissen die passenden Nachfüller, die Stampin'-Write-Marker. Sehr bald bestimmt auch die Stampin' Blends, die waren jetzt noch nicht lieferbar. Das Tolle ist, für jede Farbe gibt es das Stampin' Blend Kombipack. Diesmal bleibt keine Farbe verschont. Wir haben schimmerndes Pergamentpapier, das zeige ich euch gleich noch. Natürlich bekommt ihr den Farbkarton in DIN A4 Paketen A20 Blatt oder dem gemischten Paket mit allen 5 Farben enthalten. Da bekommt ihr von jeder Farbe 4 Blätter. Und wir haben auch 12x12 Farbkarton, wo ihr dann auch von jeder Farbe 4 Blätter drin habt. Hier habe ich euch den Farbkarton mal aufgefächert. Ihr seht schon, hier habe ich schon ein bisschen dran rumgeschnibbelt. Aber hier ist Fräsienlila, Papaya, Lodengrün, Seladon und mein allerliebstes Bonbonrosa. Das ist jetzt wirklich ein Rosaton, der fantastisch mit meinem Logo harmoniert, finde ich. Und auch mit meiner Schreibtischunterlage. Ach, ich liebe Pink und Rosa. Also, das ist auf jeden Fall meine liebste Farbe aus diesen 5 Farben. Ich finde sie aber alle toll. Und was ich umso toller finde, ist, die passen alle so schön untereinander auch zusammen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welcher Farbton euer liebster ist, wenn ihr euch entscheiden könnt. Ehrlich gesagt, Papaya finde ich auch ganz toll und Seladon und dann, ja, man kann sich eigentlich kaum entscheiden. Aber die müssten sich bei mir dann hinten anstellen und die 3 sind meine absoluten Favoriten aus den neuen In-Color-Farben. Genau. So, das schimmernde Pergamentpapier habe ich hier oben liegen. Da bekommt ihr das in 12x12. Da sind 10 Blätter drin, von jeder Farbe 2 12x12 Blätter. Und das sieht so aus. Ich hoffe, du siehst das in der Kamera, wie schön das schimmert. Damit habe ich auch schon gebastelt. Deswegen ist das geschnibbelt. Hier ist Seladon, Bonbonrosa, Fräsienlila. Dann haben wir hier Papaya und auch Lodengrün. Und wenn ihr das auf ein Stück Farbkarton legt, das sieht jetzt sehr undurchsichtig aus, ist dann aber sehr durchsichtig. Seht ihr das? Also das täuscht. So, das habe ich euch jetzt auch gezeigt. Finde ich wunderschön.
Und natürlich gibt es auch passende Bänder. Ich habe mich für zwei Bänder entschieden, weil ich immer nicht weiß, was ich mit so Massen von Bändern machen soll. Habe ich mich bei dem Organza-Band, welches es in allen fünf Farben gibt, für das, ja, Bonbonrosa entschieden. Wie soll es auch anders sein? Ich finde Organza-Band ganz toll. Damit kann man die hübschesten Schleifen binden, finde ich. Das ist sehr, sehr gelungen und ein schöner Ersatz für das gepunktete Tüllband für mich. Und als zweites habe ich mir gegönnt hier diesen Polohemdenstoff. Das fühlt sich so an. In Papaya mit so einem weißen Rand. Das finde ich auch richtig schön. Für große Geschenkboxen finde ich, ist das ein super schönes Band oder Mini-Alben. Stelle ich mir sehr hübsch vor. So, das habe ich mir beides an Bändern gegönnt. Und jetzt noch einzelne Bänder dabei sind bei mir. Dieses Sortiment an Kordeln in sehr neutralen Farben kann man immer gebrauchen. Und ja, da habt ihr fünf verschiedene Kordel Basics im Set. Das ist so das Einzelprodukt, was ich mir da gegönnt habe. Und genau. Die In-Color-Farben habe ich meinen Katalogempfängerinnen als Lesezeichen fertiggestellt, damit man sich das schön zu Hause wegheften kann und auch mal was zum Anfassen hat. Und zu meinem Katalog gab es dann auch noch so einen Mini-Kartenbausatz. Und ich denke, der ist selbsterklärend, deswegen gab es den einfach so blanko dazu. Falls jemand Fragen haben sollte oder falls du noch einen Katalog brauchst, melde dich sehr gerne bei mir. Machen wir weiter, aber ich überlege gerade, womit ich tatsächlich starte. Okay, ich glaube, wir kümmern uns um die Produktreihenkollektion handgemalt. Da haben wir ein super hübsches Stempelset mit tollen Schriftzügen. Ich halte euch das mal näher. Dieses Danke ist wunderschön. Wünscht dir einen schönen Tag. Also das wird noch korrigiert werden, aber ich finde diese Ö-Pünktchen, die kann man sich super mit so einem Stampin' Right Marker in Schwarz, den habe ich hier auch gerade zufällig liegen, einfach ergänzen und ja. Schon ist der Fehler kaum zu erkennen, das wird aber noch, wird noch korrigiert von Stampin' Up. Gute Besserung für dich und Glückwunsch. Und diese Blumenbouquets sind einfach wunderschön. Ihr habt hier die Konturenstempel, aber auch die Füllungen. Wer nicht darauf steht, Stempel zu kolorieren, kann hier einfach mit den entsprechenden Stempeln die Füllung abstempeln. Bei dem Stempelset, und das ist neu, das ist ein Clear Stamp Set und ihr seht schon, diese Plastikfolien sind nicht mehr bedruckt, was ich wahnsinnig toll finde, denn mich nervt das immer, das hier immer wieder voneinander zu trennen, die Stempel da rauszuholen. Die kann man sich jetzt wunderbar hier einfach innen in diese CD-Hülle kleben und braucht dann nicht mehr zwischen zwei Folien rumzuhantieren. Und diese zwei Folien kann man sich dann hier hinten verstauen, wenn man die für später nochmal haben möchte. Einfach hier reinstecken und schon hat man dieses Gefummel mit dieser Folie nicht mehr. Finde ich super mitgedacht von Stampin' Up. Passende Stanzen haben wir hier dabei. Natürlich die Blumenbouquets jeweils beide. Einzelne Blüten sind dabei. Hier diese Beeren. Das sind doch Beeren, oder? Ich weiß es nicht. Das wird auf jeden Fall auch ausgestanzt. Und hier haben wir so eine gestitchte Wellenkante. Und sowas kann man immer gebrauchen. Das sieht toll aus auf Funfold-Karten. Das sieht toll aus in Mini-Alben. Als Täschchen sieht das toll aus. Ach, da sprießen mir sofort die Ideen. Ich liebe ja alles, was bestickt ist und Wellenkante geht sowieso immer. Das als Produktpaket, wie immer 10% günstiger gegenüber dem Einzelkauf. Wir haben in dieser Reihenkollektion sehr schöne Funkelsteine dabei. Einmal in, was ist es? Ich gucke mal hier auf die Farben vom Designpapier. Und würde sagen, in Minzmakrone und in Papaya. Könnte auch Aquamarin sein. Steht das hier irgendwo? Leider nein. Sagen wir einfach mal Minzmakrone und Papaya. Ich denke, damit werde ich richtig liegen. Mit so Goldstaub da drin. Ich hoffe, ihr könnt das richtig erkennen.
Die sind einfach nur richtig, richtig schön. Und die passen natürlich wunderbar zu unserem Designpapier, von Hand gemalt. Das Designpapier, da bekommt ihr wieder 12 Blätter in 6 verschiedenen Designs, von jedem Blatt 2 Stück. Einige davon habe ich hier schon genutzt, deswegen ich packe mal aus und zeige euch die Blätter, obwohl ich ziehe die nur zur Hälfte raus. Ihr seht das ja so ganz schön. Das ist ein absolut schönes Papier, wirklich. Das ist wieder dieser Aquarell-Look. Hier die Rückseiten sind total schön schlicht für Kartenhintergründe. Hier diese unregelmäßig ausgemalten Blüten gefallen mir auch immer sehr, sehr gut. Und ja, ihr seht es ja selbst, total pastellig, total hübsch. Die enthaltenen Farben sind mega cool kombiniert. Bleibt unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran. Ich stelle euch dort meine Papierprobierpakete, die ihr ab dem 4. Mai zu eurer Bestellung dazu bestellen könnt, vor. Ja, auch sehr schön mit dem Grün hier. Ganz, ganz tolle Muster. Und ich denke, das ist doppelt, genau. Ihr seht, einige davon hatte ich schon in Benutzung. Das ist nicht mehr vollständig. Ich lese euch jetzt nochmal die Farben, die hier enthalten sind, vor. Und zwar haben wir Schwarz-Kirschblüte, Zimtbraun, Osterglocke, Gartengrün, Heideblüte, Minzmakrone, Abendblau, Papaya, Aquamarin und Flüsterweiß, beziehungsweise Grundweiß. ja, machen wir weiter, oder? Das war die Produktreihenkollektion handgemalt. Als nächstes hole ich euch auf den Tisch noch eine Produktreihenkollektion, an der konnte ich auch nicht vorbei. Die ist sowas von hübsch. Und zwar sind das unsere Stiefmütterchen. Richtig toll, mit tollen Sprüchen. Man kann hier richtig schön spielen. Hier sind große Stiefmütterchen drin und diese kleinen wilden Stiefmütterchen dabei. Entweder einfach so auf die Karte oder mit dem Stängel zusammen. Blattwerk ist dabei. Besten Dank, alles Gute zum Geburtstag. Kleiner Gruß von mir für dich. Mit kleinen Dingen bewirkst du viel. Fühl dich gedrückt, den finde ich schön. Hier kommt ein Blumengruß, weil ich an dich denke. Den finde ich auch richtig schön. Ich glaube, das ist mein liebster Spruch hier aus dem Set. Natürlich kommen dazu die passenden Stanzformen. Die kann man unabhängig voneinander bestellen, denn ihr könnt sowohl mit dem Stempelset ganz tolle Karten basteln, wie aber auch separat einfach nur die Stanzen kaufen und könnt hier Stiefmütterchen aus diesen Stanzformen und verschiedenfarbigen Farbkarton zusammenbauen. Hier ist alles, was ihr dazu benötigt, drin. Ich würde euch das allerdings im Set empfehlen, denn hier sind auch noch Stanzen dabei, wo ihr die Stempelabdrücke ausstanzen könnt. Und gleich im Designpapier werdet ihr sehen, dass man diese große Stiefmütterchen-Silhouettenstanze und die kleinere dafür verwenden kann, um das Designpapier auszustanzen. Also wieder alles perfekt aufeinander abgestimmt. Die beiden zusammen hier wieder im 10% Vorteil. Und hier sind die Accessoires, die es zu den Stiefmütterchen dazu gibt. Und das sind diese kleinen Hummeln hier. Die heißen Metall-Accessoires Hummel. Na komm. Ist die nicht schön? Leg die mal auf den Handrücken. Die ist einfach nur schön und die ist Gold. Also ist sie total meins. Ich meine, die ist ein bisschen dünn für eine Hummel. Vielleicht ist es auch eine Biene. Wer weiß das schon? Können wir uns ja selber aussuchen. Ist ja auch egal, wie die heißen. So, jetzt mache ich das Designpapier auf. Hier auch wieder ein Probierpaket von mir. Bitte bleibt bis zum Schluss dieses Videos dran. Dann stelle ich euch das gerne vor. So. Die Farben, die hier enthalten sind, ist Brombeermus, Hummelgelb, Kalypso, Lodengrün, Fräsienlila, Papaya, Bonbonrosa,
Lindgrün, Seladon und Grundweiß. Und wir packen das mal wieder zur Hälfte aus. Hier sind ganz viele kleine Stiefmütterchen auf dem Papier. Sehr, sehr hübsch für Verpackungen, stelle ich mir das vor. Auf der Rückseite super schöne schlichte Muster. Dann haben wir hier die Blätter, die kann man sicherlich auch ausstanzen mit den passenden Stanzformen. Auf der Rückseite so ein Karo-Muster, das geht ja auch immer, das sieht immer schön aus, vor allem im Frühling und im Sommer. Hier haben wir auch nochmal kleine Stiefmütterchen. Auf der Rückseite noch mehr Karo-Muster. In Fräsienlila. Hier sind dann die Stiefmütterchen, die ihr euch ausstanzen könnt mit den Stanzformen. Und auf der Rückseite ein unregelmäßiges Punktemuster. Hier haben wir auch ein schönes Designpapier im Hintergrund in Lindgrün. Finde ich sehr schön gewählt mit ja, verschiedenen Blüten und hinten gestreift. Und hier haben wir das Ganze größer abgedruckt mit einem weißen Hintergrund und auf der Rückseite nochmal das hübsche Karo-Muster. Also das ist eins meiner absoluten Favoriten, kann ich nur jedem empfehlen. Da sieht alles super schön mit aus. Ich habe noch keine Karte gesehen in der Demonstrator-Facebook-Gruppe, die mir nicht gefallen hat. Bisher jeder, der sich daran schon ausprobiert hat, war begeistert, ist begeistert. Und die Karten oder andere Projekte sehen einfach immer richtig, richtig gut aus. So, das waren die Stiefmütterchen. Ich mache direkt mal weiter mit dem Produktpaket, welches ich für den Kartenbausatz für meinen Katalogversand benutzt habe. Deswegen ist das schon benutzt. Und zwar habe ich hier die Freundschaftsblüten mit passender Handstanze. Das ist eine Element-Handstanze benutzt. Und da kannst du diese zwei Blumen und diese zwei Blätter perfekt mit dieser Handstanze ausstanzen. Und dazu gibt es einen Trick, um da direkt mehrere und ohne Papierverschwendung ausstanzen zu können. Und das zeige ich dir in dem Video, welches ich eigens dafür für dieses Produktpaket machen werde. Ich finde das richtig schön. Diese große Blume sieht einfach toll aus, wenn ihr die auf einen Kartenaufleger abstempelt, darunter hier diesen Spruch und vielleicht ein kleines Schleifchen mit der Kordel unten dran und schon habt ihr eine ganz einfache Karte für Bastelanfänger. Passend mit der Handstanze ist das mal wieder super für Anfänger oder für Menschen, die keine Stanzmaschine zu Hause haben, geeignet. Ich finde das auch ganz toll, dass bei den Sprüchen hier zwei verschiedene Schriftarten gemischt sind. Das finde ich immer besonders schön. Hier steht Danke für alles. Kleine Karte, großes Dankeschön. Das ist mein liebster Spruch hier raus. Vielen Dank von uns allen. Schön, dass es dich in meinem Leben gibt. Und hier haben wir noch eine Reihe an Blümchen, die man sich abstempeln kann. Und das ist ein Gummistempelset. Das habe ich mir bestellt. Sorry. So. Dann neben den Stiefmütterchen und dem Handgemalt ein absoluter Oberfavorit ist die Wiesenruhe. Das sieht erstmal sehr unscheinbar aus. Wir Vintage-Fans sind mal wieder begeistert von diesem Stempelset, denn wir haben hier einen Schriftzug, der so ja kaputt aussieht oder alt, verwaschen, wie auch immer man das nennen möchte. Und hier haben wir so Spritzer, die man abstempeln kann, eine große Blüte und dann diese große filigrane Blume. Zwei kleine Blümchen sind noch mit dabei. Mit Liebe, Freundschaftsgruß, ich denke an dich. Stille Grüße von Herzen in dieser schweren Zeit, denn die eignet sich natürlich auch super für Trauerkarten. Das ist das Stempelset, ein Gummistempelset und die passenden Stanzformen dazu sind der absolute Oberknaller. Festhalten, Leute, wir haben hier Blüten, die man sich einzeln ausstanzen kann, völlig unabhängig von diesem Stempelset. Wir haben hier Schmetterlinge mit dabei, dann haben wir hier, ich glaube, das sind so kleine Blätter oder Blüten. Dann haben wir hier ein super schönes
Etikett, was bestickt ist und ein Mini-Tag-Anhänger. Und das ist einfach ein Produktpaket, welches ich jetzt schon ins Herz geschlossen habe. Finde ich sehr schön. Ich mag ja auch unser Stempelset Very Versailles so gerne mit dem Schriftzug. Und gerade weil hier ein Schriftzug und noch die Spritzer mit dabei sind, habe ich mich sofort verliebt. Weiter geht es mit dem Produktpaket. Komm mal her. Konturiert und koloriert. Da habe ich Karten mit dieser Blume hier gesehen. Die sahen wunderschön aus. Das ist auch wieder ein Stempelset, was super für Bastelanfänger geeignet ist. Hier ist wieder alles dabei. Der Silhouettenstempel, die Füllungen, sehr schöne Sprüche, auch wieder mit zwei Schriftarten gemischt. Genauso wie hier Silhouette und Stempelfüllung. Die Spritzer sind dabei, an schlechten wie an guten Tagen. Du bist das Wunder in Wunderbar. Schön, dass wir uns haben. Tausend Dank für alles. Freue mich sehr für dich. Und das ist ein super Stempelset. Das ist ein Clear Stamp Set. Gleiches Prinzip. Einfach die Folien wegtun und hier reinkleben. Und ja, das Stempelset alleine eignet sich super für Bastelanfänger. Und solltest du Bastelanfänger sein und du hast trotzdem eine Stanzmaschine, ist das hier natürlich der Oberknaller für dich. Denn du hast hier absolute Basics mit diesen Rahmen, mit Wellenkante und Lochmuster. Hier haben wir einen Rahmen mit Wellenkante und ganz kleinen Pünktchen. Ich stehe mal auf, ich möchte mal sehen, ob ihr das vernünftig erkennen könnt in der Kamera. Ja. Das sind kleine Punkte. Hier haben wir ein Rechteck mit Wellenkante und dem bekannten gestitchten Muster. Das nächst kleinere hat so längliche Striche und immer mal wieder ein Punkt dazwischen. Und das ganz kleine hat einfach nur so ein größeres Lochmuster. Sehr, sehr hübsch. Ein absolutes Basic. Kann man tolle Karten mitmachen. Und auch das hier eignet sich wieder super für Täschchen, für eine Schablone kann man sich da herstellen, um sich selber einen Wolkenhintergrund zu machen. Ja, einfach sehr vielseitig einsetzbar. Richtig, richtig hübsch. Deswegen musste das natürlich auch mit. Dann haben wir, kommen wir genau zu den Einzelteilen. Jetzt kommen ganz viele Einzelteile, die ich mir bestellt habe. Ich bin ja absoluter Tag-Fan. Tag in allen Formen und Größen. Deswegen musste ich die haben. Du bekommst hier zwei verschiedene Formen und jeweils in vier verschiedenen Größen. Also super für Karten geeignet, für große, kleine Geschenke, wo du das mal mit dranhängen kannst. Es gibt ganz tolle Bastelanleitungen, um daraus Boxen zu machen. Und das Besondere ist, du bekommst für beide Tags hier die entsprechenden Lochverstärker mit dabei. Die kannst du dir hier auf das Loch, was sich automatisch mit ausstanzt, aufkleben, das Band durchziehen und das Papier wird nicht so schnell durchreißen. Also sehr, sehr schön. Das heißt Anhänger nach Maß. Dann auch ein absolutes Basic sind diese, und so heißt es auch, Basic Bordüren. Ganz toll, um selber Briefumschläge zu machen. Ganz toll für Funfold-Karten, Mini-Alben. Ich wiederhole mich da wieder. Also das sind echt Stanzformen, die habe ich vermisst und freue mich, dass sie da sind. Hier ein ganz tolles Wolkenmuster, wo sowohl unten als auch oben bestickt ist. Das ist bei allen diesen dreien Stanzformen so. Hier haben wir ein verspieltes Zickzackmuster und hier ein sehr gerades Zickzackmuster. Das ist echt was für mich. Hier haben wir eine Wellenkante, was Rundes und aber auch diese V-Form. Richtig toll. Basic Bordüren. Ich hätte mir was zu trinken holen sollen. So, dann habe ich mir nur den Prägefolder geholt und zwar 3D-Prägeform Baumrinde. Es gibt ganz viele tolle Sets mit Bäumen in der Vorverkaufsbroschüre. Die habe ich mir alle, ja, ich möchte mal sagen, noch nicht bestellt, denn ich habe jetzt schon Angst, Projekte damit zu sehen, weil ich weiß, jetzt bin ich zwar stark geblieben, aber vielleicht werde ich irgendwann dann doch noch schwach. Aber an dem Prägefolder konnte ich nicht vorbei. Der Prägefolder Baumrinde.
Und hier vorne seht ihr eigentlich ganz gut, wie das hinterher aussehen wird. Und in irgendeinem der nachfolgenden Videos zeige ich euch mal Papier, was ich damit geprägt habe. Mal gucken, wie der aussieht, wenn... Ja, also so sieht das Ganze aus, wie eine Baumrinde halt. Sehr, sehr schön. So, kommen wir zu einem... Für mich ist es ein Set, es wird aber einzeln angeboten. Relativ weit vorne im neuen Katalog findet ihr das Klarsichtstempelset Kreative Tage. Das ist absolut was für mich. Ich bin absoluter Bullet Journal Fan und führe auch eins und habe lange auf so etwas gewartet. Ihr könnt euch super eure Kalender demnächst selber stempeln. Ihr habt hier die Monate aufgeführt. Ihr habt hier Montag bis Sonntag. Ihr könnt mit diesem Stempel schnell und einfach eure Monate abstempeln. Mit, ja, für den Mai habe ich nur 2 Stempelschritte benötigt und das zeige ich euch in einem Video, wo es nur um dieses Set geht, in Kombination mit diesem Kartenset Erinnerungen und mehr. Da habe ich euch ein sehr ausführliches Video mit meinem Bullet Journal zusammengedreht. Bullet Journal bedeutet ein Blanko-Notizbuch, wo man sich seinen Kalender ganz individuell selbst gestalten kann. So viel als Sneak Peek dazu. Wir haben hier das Erinnerungen und mehr Kartenset. Wie immer sind es viele verschiedene kleine Karten und viele verschiedene große Karten. Wie gesagt, im Detailvideo dazu blätter ich sie alle mit euch durch, damit ihr die auch mal zu Gesicht bekommt. Denn ich weiß, im Katalog ist das immer sehr unübersichtlich abgedruckt. Und wir haben hier 1, 2, 3 und 4 Stickerbögen mit in diesem Kartenset enthalten. Dazu kommt ein sehr schönes Video für euch mit Tipps und Tricks zu den Zahlenstempeln, weil das ein zusammenhängender Stempel ist. Und wir machen weiter mit einem einzelnen Stempelset und mit dem habe ich auch schon gebastelt. Das ist das Stempelset Party Puffins. Das musste ich mir gönnen. Das sind super süße Papageientaucher. Da kann man wunderbar die Maskiertechnik verwenden. Ihr seht das schon, ich war hier sehr fleißig. Ich habe euch ein Detailvideo dazu abgedreht, zusammen mit dem neuen Hintergrundstempelset. Wo habe ich das hingeschmissen? Kleinen Moment, das habe ich mir nämlich direkt mal dazu bestellt, den Spiral Dye Hintergrundstempel. Das und das habe ich zusammen verwendet und habe euch 3 wunderschöne Karten damit gebastelt. Und ja, ich finde, dass diese englischen Sprüche super einfach sind, einfach zu verstehen. Die meisten werden das kennen. Mich stören sie überhaupt nicht. Ich finde die Schrift wunderbar. Make a wish, der Spruch ist super cool. Happy Birthday kennt auch jeder. Ja, und auf die 3 Stempelsprüche kann ich hier gut und gerne verzichten. Ich für meinen Teil nutze das trotzdem, denn viele von meinen Menschen, die ich so beschenke, die verstehen auch Englisch. Genau. Ja, die beiden in Kombination, wie gesagt, habe ich für euch verwendet. Und hier seht ihr mal, whoops, die 3 Karten. Genau, mehr zeige ich davon noch nicht. Das sind 2 einzelne Stempelsets, die ich mir bestellt hatte. Und jetzt überlege ich, mache ich mal kurz einen Cut. So, ich habe für euch mal den alten Katalog aufgeschlagen. Und zwar gibt es hinten in allen Katalogen, auch im neuen, nur den darf ich noch nicht aufschlagen mit euch zusammen, Seiten für sogenannte Gastgeberinnen-Sets. Und im neuen Katalog ist es ein ganz, ganz besonderes Stempelset mit dabei. Mehrere sogar diesmal, die mir auf Anhieb gefallen haben. Und eins davon habe ich mir vorab schon mal für euch zum Zeigen bestellt. Das zeige ich euch gleich. Bevor ich euch das zeige, möchte ich euch das hier einmal kurz erklären. Und zwar ist es so, dass wenn du einen Umsatz bei mir bestellst von über 200 Euro, ja, deine Bestellung hat einen Bestellwert von entweder genau 200 Euro oder drüber, bekommst du 10% Shopping-Vorteile. Und das bedeutet bei 200 Euro, dass du dir für 20 Euro aus den gesamten aktuellen Katalogen etwas kostenfrei zu deiner Bestellung aussuchen darfst. Ja, und hier in diesem alten Katalog waren dann hier 2
Gastgeberinnen-Stempelsets angegeben, die dann extra für diesen Zweck nochmal reduziert sind. Und die sind nur für Shopping-Vorteile zu bekommen. Alle anderen Stempelsets kann man sich zwar auch aussuchen, die kann man aber auch so herkömmlich einfach bestellen. So, dieses Stempelset, was ich euch gleich zeige, könnt ihr also für diese 10% Shopping-Vorteile gratis dazu haben. Und ich bin mir sicher, viele von euch werden das wollen. Wenn du jetzt mit mehreren Personen zusammen bei mir bestellst, könnte es sein, dass du den Bestellwert von 375 Euro überschreitest. Dann erhöhen sich die Shopping-Vorteile auf 12% auf deinen Bestellwert. Wenn du den Bestellwert von 550 Euro überschreitest, dann bekommst du 14% Shopping-Vorteile und darfst dir einen Artikel zum halben Preis aussuchen. Und das können dann auch so höherpreisige Artikel wie die Mini-Stanzmaschine oder das Stampin' Write Marker-Set in allen Farben aus allen vier Farbfamilien sein. Das kostet, ich glaube, 150 Euro oder so. Da sind dann aber auch alle Stampin' Write Marker vorhanden. Wie gesagt, in allen Farben, in einer tollen Box mit Aufbewahrung. Und das würde es dann nur zum halben Preis geben. Also es kann sich tatsächlich sehr lohnen. Und ab 725 Euro bekommst du Shopping-Vorteile im Wert von 16% des Bestellwerts und auch einen Artikel zum halben Preis. Das ist also nur vorteilhaft, wenn du dich mit mehreren zusammenschließt und einen umso höheren Bestellwert erreichst. Um dir dabei zu helfen, biete ich Stempelpartys an, die können wir per WhatsApp veranstalten. Ich eröffne eine WhatsApp-Gruppe und lade dich ein. Du bekommst von mir Adminrechte und ladest alle deine bastelbegeisterten Freunde ein. Und ich stelle dort die Produkte von Stampin' Up vor. Und am Ende schauen wir, wie viel Wert, Partyumsatz quasi zusammengekommen ist und nenne dir deine Shopping-Vorteile und eventuell hast du dir dann ja auch einen Artikel zum halben Preis verdient. Das Ganze ist in vielen verschiedenen Varianten vorstellbar. Wir können auch gerne gemeinsam mit deinen Freunden zusammen ein Zoom-Meeting machen. Wir können auch gerne uns in einer Facebook-Gruppe treffen. Ich bin da sehr offen. Ich kann alles umsetzen, was du dir wünschst und wenn das große C dann ja sich so ein bisschen verkrümelt hat, können wir das vielleicht sogar auch mal privat persönlich machen. Seitdem ich bei Stampin' Up eingestiegen bin, ist es bei mir so, dass ich diese Chance noch gar nicht hatte, denn ich bin letztes Jahr im Januar eingestiegen und zack, da war das große C. Und ich habe den Online-Weg gewählt, genau, welcher ja auch ganz toll ist, ne? Und was uns ja auch hilft, diese Zeit zu überbrücken. So, jetzt aber zu dem Gastgeberinnen-Set. Hier ist es, das Set Märchenhaft. Ich finde das einfach wunderschön. Wir haben hier einen Schwan, wir haben einen Frosch mit Krone. Den Schwan können wir uns hier auf den See setzen. Diesen Rosenstempel kann man sich hier unter diesen Schwan setzen. Das Blatt unter den Frosch. Wir haben hier Schilf mit dabei. Dann willkommen auf der Welt, denn das eignet sich ja auch super für Babykarten. Heute bist du der König, zum Geburtstag vielleicht oder, keine Ahnung, Ruhestand. Glückwunsch, hallo Märchenprinz, hallo Schönheit, kleine Prinzessin und kleiner Prinz. Und das sind auch wieder Clear Stamps, die du da bekommst. Und zwar richtig große. Siehst du das? Der Schwan ist richtig groß. Wenn du den auf die Karte abstempelst, dann dieses Wasser vielleicht noch unten drunter, einen Spruch dazu. Fertig ist die Karte. Das ist auch wieder so ein Stempelset. Das eignet sich wunderbar für Stempelanfänger, die einfach noch nicht so viele Bastelmaterialien zu Hause haben. Und wenn du andere Menschen kennst, die auch gerade anfangen zu basteln oder ein neues Hobby für sich entdecken, melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Infobox. Ich berate dich gerne dazu. Wir können gerne mal dazu telefonieren und dann können wir sowas einfach mal machen. Denn jetzt gerade, wo wir uns eh alle nicht treffen können, warum dann nicht per Video über ein Zoom-Meeting oder in einem WhatsApp-Chat? Ich bin gerne dabei. Ich bin für alle Schandtaten bereit. Mit mir kann man Pferde stehlen. Und ja, ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich, dass du dir meine Vororder-Video angesehen hast. Und
Danke für dein kostenloses Abo für meinen Kanal. Danke für dein Däumchen, bitte nicht vergessen. Und ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar hier unter meinem Video, den ich mir durchlesen darf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!